Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ultimate Team mit mir, dem Alex, hier mal wieder. Ja, und wir sind wieder relativ zeitaktuell hier mal, also mal wieder zeitaktuell, denn die letzten 3 Wochen waren ja vorproduzierte Ultimate Team-Folgen. Jetzt ist mal wieder eine etwas livere. Und zwar gibt es einiges zu erzählen und ja, da fange ich erstmal an. Erstmal, wie gesagt, die letzten Wochen waren ein bisschen auch nachkommentiert, also das Nachkommentierte war auch vorproduziert. Jetzt bin ich wieder live, wir haben gerade, ihr seht die Folge am Montag, wir haben gerade Sonntagabend, geschmeidige 23 Uhr. Und ich werde jetzt gerade mal schnell diese Folge und die nächste Folge, die am Donnerstag, ah ne, die am Freitag kommt, nachkommentieren. Und, ja, gibt nicht viel zu sagen, außer dass ich jetzt in Ultimate Team ein bisschen, also das Nachkommentieren, ein bisschen live machen will. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich immer Samstag oder Sonntag die beiden Folgen für die Woche danach, also für Montag und Freitag der nächsten Woche, nachkommentieren. Denn ich will das Ganze etwas tagesaktueller halten. Ich rede einfach manchmal auch mal gerne tagesaktueller. Und so habe ich dann halt immer die erste Folge, die relativ 1-2 Tage tagesaktuell ist. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es gibt zu sagen, dass, ich hatte noch ein 5-0er Gameplay, das ist das, also wo ich 5-0 gewonnen habe, das ist das Gameplay, was eigentlich jetzt hätte kommen sollen, aber das habe ich weggeschmissen. Zum einen, aus dem Punkt, dass ich nicht, dass es immer geleckt hat einfach nur und es einfach nur ein lecker Spiel war und das wollte ich euch nicht zumuten. Und zum anderen Punkt habe ich jetzt eine große Veränderung in meinem Team gemacht, ich habe richtig dazugelegt, ich habe mir richtig viele geile Spieler gekauft. Ich habe mir... um es dazu zu sagen, das sind alles natürlich Standard goldene, seltene Spieler und keine irgendwie Team of the Year oder irgend so eine Scheiße. Ich habe mir aber an normalen Spielern geholt. Neuer als Torwart, Alaba als linker Verteidiger, Lewandowski als Stürmer und wie ihr es hier seht, Robben und Ribéry als linke Flügel und rechte Flügel. Und das ist doch schon ein ganz geiles Team-Update auf jeden Fall. Und ja, hat ein bisschen was gekostet, es war aber genau in Ordnung. Und ja, läuft auf jeden Fall. Ich hole mir dann noch irgendwie, ich habe mir noch für die Verteidigung links geholt, Boateng, oder wollte ich mir noch holen? Ich weiß es gerade gar nicht, wollte ich mir noch holen? Nee, habe ich mir geholt, genau. Und, ja, so habe ich ein relativ, also richtig geiles Bundesliga-Team, außer dass man jetzt irgendwie auf Team of the Season noch gehen könnte, oder Team of the Year, sorry, nicht Team of the Season, würde mir da jetzt nichts einfallen und, ja, das Geld bin ich nicht bereit auszugeben, beziehungsweise, ja, die Points dafür zu ziehen, also die Packs dafür zu ziehen oder was auch immer. Da ist es nicht wert. Ja, aber wie gesagt, das Team ist so, wie es jetzt ist, habe ich ja gerade gesagt. Das ist dann auf... Moment, ich habe ein bisschen was auch umgestellt. Ich muss mal gerade aus meinem Kopf wieder herholen. Und zwar als Torwart, klar, jetzt Neuer. Dann als rechter Verteidiger immer noch Piszczek. Als innerer Verteidiger habe ich immer noch... habe ich noch Hummels, genau, habe ich quasi. Rechter Verteidiger ist ja Piszczek. Dann links daneben ist der Innenverteidiger Hummels. Danach kommt dann jetzt Boateng, weil der einfach irgendwie tausendmal geiler ist und vor allem auch ein schnellerer Abwehrspieler ist, was auch mal ganz gut ist, weil ihr merkt gerade, wenn ich so den Gegner hinterherrennen muss, kommen meine Abwehrspieler oft nicht hinterher, weil sie einfach zu langsam waren mit Dante und Hummels. Und jetzt habe ich eben quasi den Misch aus einmal Hummels, der halt eben etwas langsamer ist, aber dafür besser, und halt eben Boateng, der dann etwas schneller ist. Und, ja, was habe ich noch so? Ich habe, vor allen Dingen, was das Gute daran ist, dass ich Hummels da jetzt an der Position habe, ist, dass Piszczek, der normalerweise für eine gelbe Linie sorgen würde, dass ich mir so quasi eine gelbe Linie in der Teamchemie spare, denn, denn da Piszczek und Hummels beide von Dortmund sind, gibt es da eine grüne Linie und von, aber Piszczek ist auch gleichzeitig kein, ein polnischer Nationalspieler? Ich glaube ja. Und deswegen würde es, wenn ich da zum Beispiel irgendeinen Bayern-Spieler hinstellen würde, der deutscher Nationalspieler ist, oder keine Ahnung, oder Benatia, der von irgendeinem anderen Land Nationalspieler ist, würde das eine schöne rote Linie ergeben, oder eine gelbe Linie, genau. Weil die werden immer noch über die Bundesliga so ein bisschen verbunden, aber es wäre eine gelbe Linie. Und um das eben hervorzugehen, ist auch Hummels wunderbar, denn er puffert da quasi zwischen der Bayern-Front und der Nicht-Bayern-Front. Wo wir weiterhin einen gelben Strich haben, ist dann zwischen Piszczek und als zentraler Mittelfeldspieler als zentraler Mittelfeldspieler vor ihm ist ein Bayern-Spieler und das gibt halt einen gelben Strich, aber egal.
Um es mal erstmal strukturiert aufzubauen. Ich spiele ja das 4-3-3-System, also voll auf Angriff. Und habe dann, wie gesagt, rechts Piszczek, daneben in der Innenverteidigung habe ich Hummels, daneben dann Boateng jetzt. Und als linker Verteidiger habe ich jetzt Alaba, Hammer nice. Alaba wollte ich ja schon immer haben, Alaba ist der beste linke Verteidiger, den es gibt. Und als drei zentrale Mittelfeldspieler also in dem 4-3-3-System habe ich dann jetzt einmal Schweinsteiger, der halt die linke Position hat. Dann als in der Mitte habe ich Götze und rechts habe ich wie Roman das? Genau, ich habe Götze und wen hatte ich noch? Scheiße, mein Team kriege ich gerade nicht zusammen. Scheiße, nein. Irgendwen hatte ich da noch? Wen hatte ich da noch? Ich hatte Götze und ich hatte. Ja gut. Wir gucken gerade mal, ob wir ihn in dem Gameplay sehen. Vielleicht. Nee, jetzt ist gerade Lewandowski am Ball. Götze, Schweinsteiger, Lahm, ne, Lahm, doch Lahm haben wir, genau, wir haben uns doch Lahm gekauft, Lahm als zentraler Mittelfeldspieler, denn der ist ja eigentlich ZDM, aber man kann eine ZDM zu ZM-Karte kaufen, von daher habe ich ihn dann, ich habe ihn glaube ich sogar als ZM gekauft, aber man kann ihn eben dadurch hin und her fusionieren. Und genau, das heißt, ich habe auf der rechten zentralen Mittelfeldposition habe ich Lahm, in der Mitte habe ich, Götze und links habe ich quasi Schweinsteiger. Und vor dem Sturm habe ich dann links, wie ihr gerade seht, den geilen Ribéry, rechts, also auf dem linken Flügel Ribéry, auf dem rechten Flügel Robben und in der Mitte als richtig geiler Kopfball-Ungeheuer-Stürmer, wie jetzt gerade in dieser Aktion Robert Lewandowski, ist damit mein kompletter Angriff ist damit, also sowohl Mittelfeld als auch Angriff ist damit Bayern, Torwart auch. Nur in der Abwehr haben wir eben zwei Dortmunder. Ja. Ist für mich so der perfekte Misch, den ich so für mich finden kann. Pierre ist ein bisschen abgefuckt. Also Pierre hat auch sein Team richtig abgegradet. Hat jetzt fast genau dasselbe Team wie ich, halt ein bisschen anders, weil er diese originale Bayern-Aufstellung spielt. Ich glaube 4-1-2-1, 4-1-2-1-2 oder sowas in der Art. Nee, 4, ach, keine Ahnung, 4-2, keine Ahnung, weiß ich glaube, wie die Aufstellung war. Auf jeden Fall spielt die originale Bayern-Aufstellung und also die Bayern halt auch in echt spielt und ja, hatte halt auch Lahm als zentral-defensiven Mittelfeldspieler und hat dann jetzt auch sich Neuer und Lewandowski und Ribéry und Robben und alles Mögliche gekauft. Aber erst im Moment noch, er ist ja Bayern-Fan. Ich bin ja kein Bayern-Fan, wo viele Leute es nicht wissen, ich bin kein Bayern-Fan. Ich spiele nur gerne mit Bayern-Spielern. Und deswegen habe ich auch gar kein Problem damit, dass ich noch Hummels und Piszczek als Dortmund-Spieler in meiner Mannschaft habe. Allerdings nervt Pierre das ein bisschen, dass er jetzt immer noch Piszczek als rechten Verteidiger hat, weil es ja keinen rechten Verteidiger gibt. Lahm gibt es nicht mehr als rechten Verteidiger. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Ich glaube, Pierre spart gerade ein bisschen drauf, dass er sich Lahm, sorry, dass er sich Lahm als rechten Verteidiger holen kann. Denn Lahm gibt es in der Standardversion nicht als rechter Verteidiger, aber in der Team of the Year Edition, Team of the Year Edition gibt es ihn als RV. Und deswegen, da will er eben auch noch ausbessern. Klar, Team of the Year Spieler haben auch immer richtig geile Werte. Aber das ist gut. Ich werde ja auch gerne so ein Team of the Year Typi da, aber 1,7 Millionen sind wir dann doch etwas zu heftig. Und dafür, keine Ahnung, Piszczek ist jetzt auch nicht so der schlechteste. Da akzeptiere ich das Ganze einfach mal so und werde es, denke ich mal, so bei dem Team belassen, wie es denn jetzt ist. Pia hat sich auch noch ein englisches Team aufgebaut. Ich habe, wie gesagt, nur das eine hier, da gibt es auch keine Abwechslung. Ich spiele immer mit dem, mir macht Spaß, mit deutschen Team zu spielen. Und so soll das Ganze ja auch sein. Ja. Viel mehr dazu gibt es auch nicht zu sagen. Ja. Erstmal was trinken. Auf jeden Fall sind die Teams jetzt gut durchgegangen. Ja, was noch? Irgendwas wollte ich noch erfüllen jetzt. Atmen. Ne, wir haben ja jetzt auch Dying Light, genau, zu Dying Light. Da haben wir uns ja in Co-op Season ein bisschen drüber, ja, echauffiert und was da mit Game Key for Me und so weiter los war. Und das Endresultat ist ja, Dying Light kam jetzt, also es kam jetzt gestern. Heute kommt für euch die dritte Folge, die erste Folge zusammen mit Pierre und dann auch aus Pierres Sicht. Und gestern und vorgestern kamen ja die beiden Anfangsfolgen von mir.
Schluss der Sache ist jetzt natürlich, Game Key for Me hatte dann keine Keys mehr oder hat sie in kürzerer Zeit nicht mehr geliefert bekommen. Hat uns dann irgendwann am Freitag mal endlich die Kohle, also hat dann uns einfach ohne irgendwas zu sagen, die Kohle zurückerstattet. Pierre hat dann nochmal nachgefragt und hat gesagt, und da haben die, hat er dann die Antwort bekommen, dass eben die in nächster Zeit das Spiel nicht mehr bekommen. Und MMOGA hat halt eben, ja, hat halt, und dann haben wir es eben einfach von der Kohle, nochmal. Dann haben wir im Endeffekt einfach die Kohle genommen und haben uns das Spiel bei MMOGA gekauft. Und da hatten wir dann innerhalb von 5 Minuten, glaube ich, einen Key. Und zwar kein Steam-Gift wie bei Game Key for Me, sondern einen Key. Hat halt auch ganze irgendwie 10 Euro mehr gekostet oder so. Aber passiert halt. So, ja. So ist die ganze Chose und, ja. Das war's dazu eigentlich. Lief halt, wie gesagt, alles unglücklich von Game Key for Me aus und wir sind da tierisch drüber abgefuckt. Wir werden auch nichts mehr bei Game Key for Me kaufen. Ich werde mir wahrscheinlich schon mal irgendwann irgendwelche kleineren Sachen holen bei Game Key for Me, weil ich noch so 2000 Game Points habe, mit denen ich dann bezahlen kann. Aber ansonsten wird es da nichts mehr geben. Ich bin gerade gegen meine Softbox gekommen, ist natürlich geil. Ich sitze auch relativ weit außerhalb, sehe ich gerade. Das ist überhaupt nicht cool. Habe ich gerade irgendwie ein bisschen gekrüppelt hingesetzt. Mal gerade was gucken. Moment, hier war das, ne? Ne, hier ist alles perfekt. Okay. Ja, nee, ich musste nur mal gerade was gucken. Und was ich auch mal ein bisschen drüber reden kann, was ich aber dann in der nächsten Folge eher mache, ist, dass ich mein ganzes Zimmer hier ja umbauen werde. Wieder. Und, ja, das wird nämlich am nächsten Samstag der Fall sein. Also jetzt an dem Samstag. Ja, genau, wird an dem Samstag eben sein. Und dafür müssen wir auch jede Menge vorproduzieren. Weil Pierre kann am Samstag auch nicht. Er hat sich auch mal anderweitig verabredet. Was ja auch kein Problem ist. Und deswegen haben wir jetzt über die Woche hinaus, also jetzt während der laufenden Woche, ein bisschen was am wo wir halt eben produzieren. Wir produzieren jetzt jeden Abend. Ihr müsst dazu wissen, wenn wir Videos produzieren, haben wir unter der Woche, da wir ja beide arbeiten und auch ein bisschen unterschiedlich von den Zeiten her arbeiten, ist es halt so, dass Pierre um 22:30 oder sowas in der Art ins Bett geht. Und weil er ja um 6 Uhr aufstehen muss. Und ja. Und wir dann also so höchstens bis 22 Uhr aufnehmen können. Und ich kann erst frühestens um 20 Uhr, weil ich halt erst um, ja, so zwischen 9 und 10 Uhr anfange zu arbeiten. Und dann halt so bis, ja, kurz vor 18 Uhr arbeite und dann mit Bahn nach Hause bin ich dann immer erst so, ja, kurz vor, rund um die 19 Uhr zu Hause. Also meistens kurz vor 19 Uhr zu Hause. Und wenn ich dann halt noch was essen muss, was man ja irgendwie auch mal muss, ne, man muss ja auch was essen, geht es bei mir einfach nicht vor 20 Uhr. Und deswegen haben wir eigentlich immer nur, wenn wir irgendwas aufnehmen unter der Woche, 2 Stunden Zeit von 20 bis 22 Uhr. Was auch nicht das Problem ist, weil 2 Stunden reicht auch ganz ehrlich, um was aufzunehmen. Und ja, deswegen wird es halt so laufen, dass wir einen relativ vollgepackten Plan jetzt die Woche haben. Montag haben wir auf jeden Fall schon mal Apex, also Antonia kann wahrscheinlich. Das sind dann die Folgen Apex, die ihr ab Freitag, glaube ich, seht, die wir morgen aufnehmen. Genau, die seht ihr ab Freitag. Da kann dann, Antonia hat gesagt, sie kann. Der Rest hat aber noch gar nichts dazu gesagt. Von daher werden wir uns überraschen lassen, wenn dann alles so mit dabei ist oder auch nicht. Was wollte ich noch sagen? Dann haben wir Dienstag nichts. Das ist ein Wunder in dieser Woche, denn da haben wir einfach nichts. Denn da ist auch vor allen Dingen auch englische Woche in der Bundesliga und heißt Bayern spielt. Und damit ist natürlich das ganze Thema dann schon gegessen, weil Pierre natürlich Fußball guckt. Was aber auch nicht so, ist halt so, ganz ehrlich. Ich bin auch nicht, das wird eh wieder lustig bei uns jetzt in nächster Zeit, wenn jetzt erstmal Bundesliga anfängt, Pierre dann wieder Samstagmittag Fußball guckt und ich dann auch irgendwann wieder Samstagmittag nicht da sein werde, weil wenn Ende Februar die vierte Liga anfängt, wo ich Zuschauer eines Vereins bin, weiß inzwischen eh jeder von welchem Verein, werde ich auch wieder zu den Spielen gehen und dann bis 18 Uhr samstags nicht verfügbar sein. Aber das ist nicht das Problem. Wenn wir was aufnehmen samstags, dann nehmen wir es eh meistens abends auf. Von daher ist es kein so ein großes Ding. Was gibt es noch zu sagen? Wir haben gestern TTT aufgenommen. Leider konnte Chris kurzfristig nicht, sodass die Folgen halt ohne Chris sind. Aber die Folgen kommen erst ab dem 21. Februar. Und werden dann halt, das sind 8 Folgen haben wir aufgenommen, also wird es einen Monat die Folgen geben. Gehen dann vom 21. Februar bis zum, einen Monat später ungefähr, ein paar Tage plus minus, was weiß ich, wie die Tage fallen. Ja. Wie gesagt, um mal wieder auf unseren Plan zurückzukommen, es wird darauf hinauslaufen, dass, wie gesagt, Montag Apex, Dienstag nichts wegen Fußball,
Was aber auch ganz gut ist, weil ich noch ein bisschen was zu schneiden habe, wo ich heute definitiv nicht schaffen werde. Alles. Und dann haben wir Mittwoch Dying Light natürlich wieder. Wir haben jetzt Freitag, nee, am Samstag, genau. Am Samstagmittag, also von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr oder so, haben wir 2 Stunden, also 6 Folgen aufgenommen. Diese Folgen kommen jetzt halt, wie gesagt, von ab heute, Montag, also in einer Stunde für euch. Also ab 17, also 17 Uhr kommt das ja immer, ne? Kommen dann ab Montag, also heute, bis Samstag. Und ja, wir nehmen dann jetzt schon am Mittwoch wieder auf. Und zwar für. Moment. Will mal gerade nachdenken. Wir nehmen ab Mittwoch, genau, wir nehmen am Mittwoch auf und ja, werden dann erstmal. Genau, wir nehmen am Mittwoch und wahrscheinlich am Freitag auf, oder wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen, aber wahrscheinlich nehmen wir Mittwoch und Freitag Dying Light auf. Und zwar jeweils 4 Folgen dann. Und die werden dann, ja, könnte ich ja selbst abzählen, ne? Die Folgen, die wir am Mittwoch aufnehmen, werden dann am Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch kommen. Und die Folgen, die wir dann am Samstag am Freitag aufnehmen, werden dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag kommen. Man muss halt immer ein bisschen vorproduzieren, das ist klar, weil sonst läuft das Ganze bei uns nicht. Da wir, wie gesagt, ja, 40 Stunden die Woche beide arbeiten. Das ist immer so ein Punkt. Und das wird sich auch nicht ändern. Wie gesagt, ich meine, viele Leute verbergen das ja auch, wie sie was aufnehmen. Ich mache das sogar gerne zum Thema, weil mich das halt, wie gesagt, bei großen YouTubern sehr interessiert. Und deswegen erkläre ich das auch gerne oder sage das mal, wie die Wochen ablaufen. Das ist ja auch ein realistischer Einblick in das, wie wir dann produzieren. Da kommt der Torwart raus, what the fuck, und wir treffen. Geil. 4-0. Von daher gebe ich dir gerne einen Einblick rein. Und ja. So sieht es im Endeffekt aus. Samstag, dann baue ich mein ganzes Zimmer um. Wie ich es genau umbauen werde, werde ich, also so gut wie ich es erklären kann, ich kann es ja nicht komplett erklären, werde ich dann in der nächsten Folge machen, die am Freitag kommt. Die ich jetzt direkt aber hier nach aufnehme. Und Erfolge, was für ein Ding, hammer nice. Und ja. Wie ich es umbauen werde, wie gesagt, werdet ihr sehen und warum ich es umbaue, werdet ihr auch, also werdet ihr hören dann. Vielleicht werde ich dazu auch nochmal was sagen. Oder ein Vlog machen. Wer weiß. Oh mein Gott. Ich mache dazu einen Vlog. Ich habe mich jetzt gerade selbst so verpflichtet. Aber wie gesagt, erwartet keine große Qualität. Ich habe immer noch keine Leica Mini. Ich habe nur mein iPhone, mit dem ich sowas aufnehme. Von daher, so ist es. Okay. Und ja. Ja, würde ich mal sagen, war es das von dieser Folge. Und wie ich so ein bisschen umbaue und was ich umbaue, seht ihr dann in der nächsten, also rede ich dann in der nächsten Folge, die am Freitag kommt. Also in der nächsten Ultimate-Team-Folge, die am Freitag kommt, darüber. Und haut rein, bis dann. Hier seht ihr nochmal die Tabelle. Ich bin aufgestiegen und ja, haut rein, ciao.